Ja. Ich bin halt Polytox unterwegs, doch während meinen polytoxen Phasen nehme ich auch Leben mit. Ich stehle die Seelen, die andere Leute quälen und verkaufe sie nicht weiter an Dämonen oder Teufel. Nö, ich lass sie liegen, bis sie sich so sehr langweilen, dass sie sich einen neuen Körper suchen. Doch du ohne Seele wirst sie nicht mehr finden, denn du hast verloren. Mit frischer Milch spielt man keine Witze. Du machst Zap, Zarab bei mir, ich mach Rap Zap, dein Herz gehört nun mir. Und alle deine besten Gedanken kannst du nicht mehr haben, denn ich habe sie verbrannt. Jeder deiner einzelnen Gefühle, wenn du wieder ausrasten willst mit deiner Mühe. Du bist halt so ein Endgamer, Endleveler oder wie man nennt, ein Hard Trier, ein Cry Harder, ich weiß nicht. Manche Leute würden dir auch sagen, du wärst ein Lappen, doch lass dich nicht begraben. Aus jedem verletzten Mensch kommt noch ein Phönix heraus. Du musst dich nicht mal komplett verändern, sondern einfach nur die Grenzen sprengen. Du musst wissen, wohin die Worte zwischen den Welten fließen. Sei eins mit dir selbst, sei eins mit dem Universum. Und wenn du wieder mal kuscheln willst, nimm dir MDMA zur Klärung. Photosynthetische Effekte bei hypersensiblen Menschen, die denken, sie könnten was ändern, doch können nichts ändern, denn Intelligenz Level 0. Bremsgestalten. Du siehst sie auf der Straße, immer mit einem komischen Ausdruck in ihrer Nase. Ich wippe kurz die Brille hoch und sehe nur, oh shit, wieder nur Dorfschrott. Kehlen sind offen, Münder sind weit gespreizt. Doch mit was füttern wir sie nun? Ich habe alle meine Feinde mit Nekromantie besiegt. Ich nahm ihnen DMT leicht das Leben und das blieb ihnen nicht. Jetzt sind sie meine Sklaven und sie tanzen.